Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Channel von Mr. Fless von Mr. Fless Design. Heute gibt es wieder eine weitere Folge in der Serie. Wir bauen eine Showvitrine für die Firmenzentrale von Mr. Fless Design. Und zwar hier in diesem Bereich über, glaube ich, knapp 16 Quadratmeter Grundfläche von der Höhe und in die Breite. Ja, in der letzten Folge alles soweit erstmal für die Frontansicht grob schon genau zugeschnitten. Was kommt in dieser Folge? In dieser Folge geht es dabei mit bei. Ich baue das erstmal alles wieder ab. Alle Komponenten werden genau durchnummeriert und dann werden hier die Kanten angefräst, also rund gefräst, einmal rundherum und jeweils eine Fuge dort, wo später die Plexiglasscheibe als Falz dann sich drin befindet, genau wie wir es auch hier haben. Magnet ist jetzt gerade nicht hier. Hier unten drin sitzt ja die Fuge und all das bereite ich jetzt vor. Dafür habe ich mir jetzt extra nochmal einen neuen Kantentrimmer oder eine Kantenfräse gekauft. Und zwar hier die Advanced Trim Router 18V8 und dann noch ein entsprechender Akku mit dabei mit 4 Ampere, dass ich ausreichend Power habe, um die Kanten zu fräsen und gegebenenfalls später auch die Fuge in der Mitte, die 6 mm Fuge. All das sehen wir jetzt in dieser Folge. Seid gespannt und bleibt dran. Wir sehen uns bis gleich. Ja, alles auseinandergebaut. Hier liegen jetzt so gesehen die Mittelteile zwischen den großen Balken, also alle Verbindungsstücke im Frontbereich, schön sortiert hier an der Seite. Linke Seite. Die Stützen, dann kommt hier die erste Reihe A, B, C, D, E für die 5 Fächer und hier wieder die Stützen an der Seite. Und jetzt geht's los und zwar, ich habe jetzt mal angefangen, mir was aufzubauen hier, habe ich relativ einfach gemacht. Wir wollen jetzt ja hier vor allem bei den dünnen Latten hier eine Abrundung machen. Oben natürlich genau dasselbe, aber auch auf der Rückseite, und zwar der Bereich. Hier sitzt ja nachher die USB-Platte drauf und Oberkante bekommt hier dann auch nochmal eine Abrundung. All das will ich jetzt hier machen und ich will das ja nicht komplett fertig im Zimmer alles abrunden, da habe ich da zu viel Staub. Ich werde es jetzt hier mit meiner kleinen Kantenfräse machen, mit dem Trimmer. Habt ihr Abrundungsfräser schon eingebaut. 3 mm will ich jetzt abrunden. 6 mm wäre ein bisschen zu viel. Das hat man hier auch gesehen. Hier waren 6 mm natürlich ein bisschen zu weit rein. Man sieht es hier an der scharfen Kante. Aber dann ist der Abstand zwischen der Plexiglasscheibe und der Abrundung zu gering, sodass das hier dann auch teilweise vielleicht auch abbricht. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, mit einer 3 mm Abrundung dem Ganzen anzutun. Ja, den ersten habe ich schon mal fertig. Ich habe den hier schon mal liegen. Es ist ja wichtig, dass hier da, wo die Falz ist, wo das Ding reingesteckt wird, da darf das natürlich nicht abgerundet werden. Deswegen habe ich mir jetzt hier mal so eine Apparatur aufgebaut. Das kann ich dann individuell einstellen auf die verschiedenen Längen, die wir hier im Hintergrund haben. Und ganz einfach gemacht. Ich muss jetzt ja an 3 Stellen, das habe ich hier bei der ersten schon mal gemacht, an 3 Stellen die Abrundung vorgenommen. Oben, unten und hinten, unten, das ist hier. So wird das dann nachher im Schrank sitzen. Vorne komplett abgerundet. Hier ist die scharfe Kante, weil da ja nachher die USB-Platte drauf kommt. Und von unten dann nochmal eine Abrundung, die dann unten sitzt. Und ganz einfach gemacht, das Ding wird hier einfach reingesteckt. Ich kann ja mal hier einen neuen nehmen, der ist ja schon fertig. Ich muss gerade nochmal genau gucken, welche Seite die schlechteste Seite ist. Die kommt natürlich unter den Schrank. Dann kann ich das hier entsprechend einschieben. Das ist natürlich genau, muss ich gleich nochmal wieder ein bisschen ran drücken. Unten habe ich nochmal was drunter getan, weil das, wenn das hier mal ein bisschen uneben ist, dass die Kante, die abgefräst wird, ein bisschen höher ist als die so gesehen Stoßkante. Das an beiden Seiten. Hier muss ich dann noch mit ein bisschen rüberschieben oder ein bisschen rüberhämmern, dass die genau bündig ohne Lücke hier festsitzen. Vielleicht mache ich mir auch noch eine Konterlatte gegen, dass das Material sich nicht bewegt. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Aber ansonsten, jetzt kann ich hier die beiden Kanten abfräsen. Dann drehe ich das einmal um und muss dann noch eine Kante abfräsen und habe dann hier, wie wir es hier auch gesehen haben, schön den Lückenschluss gerade gelassen und nur da die Abrundung vorgenommen, was nachher auch in dem Bereich des Rahmens ist, der die Plexiglasscheibe umfasst. Ja, das werde ich jetzt mal für alle machen, die dort liegen. An der Seite kommt dann noch die Besonderheit hinzu,
dass die an der Seite komplett bis zur Wand gehen. Da muss ich natürlich hier mir was anderes überlegen, weil die Abrundung dann ja hier aufhören muss und nicht erst bei dem Einlass von knapp einem Zentimeter. Das muss ich gleich nochmal anpassen. All das mache ich jetzt mal fertig. Bei den Seitenteilen, die so an der Wand stehen, da brauche ich ja nur die Abrundung einmal hier und einmal da. Hier an der Wand, am Wandanschluss braucht natürlich keine Abrundung hin. Ja, das, wie gesagt, werde ich jetzt gleich nochmal alles fertig machen. Und dann gucken wir das Ganze uns dann mal an, wie das nachher bei den großen Balken aussieht. Ja, große Balken gucke ich auch nochmal. Die haben ja teilweise eine leichte Falz, die größer ist als 3 mm. Da kann ich natürlich nichts abrunden. Da muss ich nachher nochmal gucken, wie das genau hinkommt. Das sehen wir aber dann bis gleich. Ja, die mittleren drei Reihen, bis auf die großen, die mache ich gleich nochmal im Anschluss, aber die mittleren drei Reihen, da sind jetzt überall Abrundungen dran. Die beiden Außenreihen, die mache ich dann gleich nochmal. Ich bin jetzt gerade dabei, hier die, so gesehen, die nachher an der Wand hochkant sitzen, jeweils zwei Reihen hier abzurunden. Da habe ich jetzt, damit ich auch in die Ecken komme, einfach dieselbe Vorrichtung genommen, habe das einfach ein bisschen weiter aufgebockt, dass die Führung ganz bis in die Ecke kann. Da habe ich jetzt hier den ersten fertig. Und parallel dazu habe ich schon mal, weil der Akku gerade leer war, habe ich schon mal hier mir überlegt, wie bekomme ich es hin, immer denselben Abstand zu haben hier für die Fuge, die 6 mm dicke Fuge, 1 mm dicker als die Plexiglasscheibe, dass sie auch so ein bisschen seitlich rauskippen kann, aber nicht rausfallen kann. Das kommt sehr genau hin. Und auch vom Abstand her mit meinem Abstandshalter, der hier hinten ist, da ist er nachher, mache ich mir genau den Abstand hier nachher für die Klebekante, für die Moosgummikante. Das wird dann hier entsprechend nachher dran gesetzt und daran läuft dann die Moosgummikante. Das habe ich hier mal ausgetestet. Das kommt hier auch sehr genau hin. Das passt hier genau bündig hier mit der Kante der Fuge. Da wird das nachher draufgesetzt und vorne abgerundet, also auch vorne genug Spiel. Da gibt es jetzt keine spitze Kante mehr wie bei unserem Rohentwurf. Hier war halt zu viel Material weg. Jetzt ist hier eine leichte Abrundung, 3 mm und ausreichend Platz bis zur Plexiglasscheibe, dass hier nichts ausreißen kann. Und ich habe jetzt auch die andere Reihenfolge gemacht. Erst die Abrundung und danach die, so gesehen, die Fuge in der Mitte. Da habe ich jetzt auch meine große Fräse eingestellt. 5 mm Tiefe, recht einfach gemacht. Ne? Man kann das ja hier genau erstmal auf Null bringen, also den Fräsbohrer genau bis auf Material einstellen. Dann macht man hier den 5 mm Bohrer dazwischen, um den Abstand 5 mm einzustellen und schraubt das Ding dann genau fest. Er ist jetzt genau im Material drin, deswegen ist er jetzt hier schon bis 5 mm. Ich fange natürlich, dass der Fräser läuft im Uhrzeigersinn, also muss ich gegen den Uhrzeigersinn fräsen. Deswegen fange ich nachher an dieser Seite an. Hier ist so gesehen mein Anlaufpunkt, alles gut festgemacht. Hier mein Gegenanschlag. Und das kommt hier sehr genau hin. Ich muss hier also jetzt nicht unterfüttern. Der Gegenanschlag sitzt jetzt genau hier an der Latte dran, die jetzt gefräst wird. Die ist ein bisschen aufgebockt, dass das hier auch unter der Lüftung lang laufen kann. Das ist jetzt einfach mal hier so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man es hier sehen? Da kann man es sehen. Einfach mal so 15 mm aufgebockt, dass wir hier eine vernünftige Anstoßkante haben. Und dann kann ich natürlich hier jetzt entsprechend an der Anstoßkante hier langfahren, bis zum Ende hier hinten natürlich ein bisschen gegenkontern, dass die Latte sich nicht verschieben kann. Und auch hier natürlich ein bisschen gegenkontern, dass die auch an der Latte bleibt. Und dann kann entsprechend die Fräskante eingefügt werden. Und das kommt sehr genau hin. Ich messe das nachher nochmal nach, ob das auch gerade ist, aber das müsste eigentlich genau passen. Ja, das mache ich natürlich jetzt für alle Komponenten, überall dort, wo eine Plexiglasscheibe sitzt. Wir haben nachher 20 Plexiglasscheiben, also brauche ich nachher 20 von diesen Rillen. Dies war einfach mal so eine Prototyp-Latte. Die echten kommen dann gleich. Und das kann ich immer parallel machen, wenn hier meine Kantenfräse, wenn der Akku mal wieder schwächelt. Gute Stunden habe ich jetzt gebraucht, mit einer vollen Akkufüllung mit 4 Ampere. Hab davon jetzt alles soweit, was ich euch gerade gezeigt habe, schon abgerundet. Das sind ja immer drei Kanten, ich gehe mal doppelt drüber. Also ist schon einiges, was man mit einer Akkufüllung leisten kann. Ja, so viel dazu. Das mache ich jetzt alles fertig und dann gucken wir nachher nochmal zum Ende dieser Folge, wie es dann aussieht. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Ende dieser Folge
alle Fugen, beziehungsweise ich bin gerade dabei, die letzte Fuge einzufräsen hier bei den dicken Balken. Das ist ja die unterste Reihe, die untere Plexiglasreihe. 5 in der Breite, 5 Zeilen oder 5 Spalten. Die müssen natürlich denselben Abstand haben wie die bei den oberen Fächern. Und da konnte ich das ja genau einstellen. Das ist hier mal so ein Muster aus dem Schnitt des oberen Faches. Und wenn man das jetzt hier mal so dran hält, dann kann man sehen, dass die in einer Flucht sind. Hier konnte ich natürlich nicht mit so einem Gegenanschlag arbeiten. Jetzt habe ich hier den Parallelanschlag genau eingestellt und ein bisschen verlängert noch eine Konterlatte dran geschraubt, dass ich hier mehr Auflage an der Seite habe. Jetzt bin ich hier gerade beim letzten der 5 Balken. Das Ende muss noch. Und dann ist das soweit geschafft, abgerundet, sind alle soweit. Jetzt können wir noch mal ganz kurz in den Raum gucken. Da habe ich mal alle anderen Komponenten schon mal hingelegt, die alle schon fertig sind. Die müssen jetzt nur noch zusammengebaut werden, geleimt und gegebenenfalls geschraubt. Ja, hier, ich habe es einfach mal reihenweise aufgereiht. Hier an der Seite natürlich die Sachen, die an die Wand kommen. Und dann hier die untersten 3 mit Fuge. Das ist ja dann Fach 2, 3 und 4 und oben ist dann ja nur Oberkante, Decke. Und das Ganze natürlich 5-mal, also insgesamt 3-mal 5, 15 von den kleinen Latten mit Fugen. Und dann nochmal die 5, die wir gerade gesehen haben. Und die Balken liegen auch noch immer da, wo sie liegen. Und jetzt gucken wir uns in der nächsten Folge an, wie das Ganze zusammenmontiert wird. Das ist dann so ähnlich wie beim so gesehen ersten Aufbau, das ich euch in der letzten Folge gezeigt habe. Da werden jetzt die jeweils 2 Balken, Balken 1 und Balken 2 und Balken 3 und Balken 4 jeweils in 2 Blöcken miteinander verbunden, verleimt, also die Innenteile, die schmalen Teile kommen dazwischen. Dann baue ich die hier mal auf, richte die genau aus und baue auch schon die Konterlatten in der Rückwand ein und dann kommen die anderen Sachen dazwischen auch geleimt und gegebenenfalls geschraubt. Ich gucke mal, wie das nachher hinkommt. Ja, so viel für diese Folge. Freut mich, dass ihr wieder alle mit dabei wart. Denkt an den Daumen hoch und den einen oder anderen Kommentar und wenn ihr Lust habt, gerne ein Abo für weitere Folgen in dieser Serie oder in anderen Serien, die jetzt bald kommen werden. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Mr. Flash wünscht euch alles Gute. Bye, bye.